Hallo liebe Freunde, herzlich willkommen zu einer weiteren Episode von Let's Play Prince of Persia Warrior Wizen. Wir sind hier im Thronsaal und müssen hinter uns, ja, diese Wand des Throns sozusagen zerstören. Wir müssen die Maske finden. Und ich bin natürlich hier auch persönlich am Start. Mein Name ist Melek und falls ihr den Kanal nicht abonniert habt, dann solltet ihr den Kanal unbedingt abonnieren. Oha! Hier können wir den Sand ändern. Oh mein Gott. Krass. Was, wenn Kailina nicht in der Vergangenheit, sondern in der Gegenwart stirbt? Der Sand würde erschaffen, aber der Maharaja hätte ihn nie gefunden. Folglich hätte ich ihn nicht freisetzen können und der Dahaka wäre nicht hinter mir her. Mein Ziel ist klar. Ich benutze die Maske, um Kailina in die Gegenwart zu locken. Dort töte ich sie. Ist doch ganz einfach, oder? Was ist das bitte für ein unfassbar geiles Game, Leute? Ubisoft hat hier wirklich einen krassen Klassiker auf die Welt gebracht, Leute. Aber wirklich richtig krass, ey. Wirklich freue mich wirklich hart, dass ihr am Start seid. Ohne Witz jetzt. Ich kann es nur 100 Mal sagen hier an der Stelle. Hä? Wieso kann ich den nicht nutzen? Warte mal. Hier? Geht der? Nein. Geht der hier? Nein. Geht der Schalter? Ja. Alles klar, okay. So, wir haben einmal den Schalter genutzt. Wir müssen ja wieder diese Standardschalter hier nutzen, mal so nebenbei gesagt. Also, zack. Eins. Zwei. Ich hoffe, drei. Oh, doch nicht. Dann nochmal eins. Geilstes Game ever, Leute. Erzählt mir, was ihr wollt. Das ist zu Anfang von Assassin's Creed damals, so nebenbei vielleicht gesagt. Und bevor wir das natürlich hier freischalten, ich müsste einmal kurz hier noch speichern. Ey, mal kurz hier. Gehört dazu. Let's do it. Ich bin gespannt. Was passiert jetzt? Eine krasse Idee, die uns hier bevorsteht. Let's do it. Die Story ist sowas von geil, ne? Ich feiere das. Jetzt sind wir in der Gegenwart. Und es könnte sein, dass der Dahaka uns auch auf die Spur kommt. Ja, yeah, sehr gut. Ihr haltet einen neuen Sandbehälter. Dankeschön. Oha, das ist richtig gut. Jetzt haben wir alle Sandbehälter voll. Alle. Wir haben einen neuen freigeschaltet. Oha, wir haben 6 Stück jetzt. Boah, richtig geil, oder? Die Gegenwart ruft. Wir müssen zurück. Bei der Gegenwart ist noch alles so halb kaputt, ne? So nebenbei erwähnt. Wohin müssen wir? Es wird sehr dunkel hier werden. Oh mein Gott. Wirklich richtig krass. Oh, hi. Hä, was sind das denn für Hunde? Sind die stärker? Hä, das sind stärkere Hunde oder so, ne? Wartet mal, Leute. Hä? Das sind stärkere Hunde oder so? Wartet mal. Nee, die platzen nicht, diese Hunde. Jetzt verstehe ich's. Die platzen nicht, die Hunde, Leute. Die Hunde platzen nicht. Das sind so Hunde, die nicht platzen. Das ist auch gut. So, hoch. Okay, doch nicht. Hier hoch. Yes. Hi. Kann ich dir helfen? Weiß nicht, was du hier oben machst. Irgendwie campen oder so. Das kenne ich eigentlich nur von Call of Duty. Oder von Battlefield. Aber ist gut, dass sie nicht platzen. Gefällt mir mehr, dann kassiere ich nicht so viel Damage. Oh. Hier haben wir einen coolen Kollegen. Einen coolen Kumpan. Bitteschön. Nicht getroffen. Spaß besoffen. Nicht getroffen, Spaß besoffen. So, was muss ich hier machen? Hoch. Nicht runter, hoch. Hoch. Zack. Krass. Also normalerweise müsste ich jetzt durch diesen Rückweg wieder zum Thronsaal. Wird das klappen? Ey, in dieser Zeit wird uns auf jeden Fall der Dahaka folgen. Hundertprozentig. Sagt, was ihr wollt. So, hier springe ich einmal rüber. Oh. Ach so. Ich verstehe.
Ich dachte, ich bin gestorben. Nee, 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 nee. So schnell sterbe ich nicht. So schnell sterbe ich nicht. Dieses Schloss, und ich habe es gesagt bereits, in den letzten Folgen zumindest, das Game sieht heftiger aus denn je, Leute. Muss ich einfach mal sagen. Also, sieht heftiger aus denn je. Wow, was geht denn hier ab? Hier ist auf jeden Fall ein Endfight, hundertprozentig. Guckt euch das mal an, es sieht doch voll danach aus. Egal, lass es uns tun. Krass. Da bin ich mir sogar sicher, dass hier ein Endfight passiert. Hi. Was machen die denn hier? Hey, das ist auch kein Endfight, aber hier sind andere Gegner. Junge, richtig geil. Ey, wie viel Schaden hat der denn jetzt gemacht? Es ist wie mit eurem eigenen Schatten. Ihr werdet mich nie los. Warum kämpfe ich eigentlich gegen die? Muss ich doch gar nicht, oder? Wieso mache ich mich jetzt so verrückt? Ich kann doch einfach oben lang gehen, oder nicht? Warte mal, Leute, ich habe eine Idee. Ich spring einfach rüber. Oha. Ja, gehen wir einfach rüber, ist doch egal. Wir haben doch sowieso nichts mit denen zu tun. Oder? Ich will mich gar nicht aufhalten, wir haben es eilig. Also, Hauptsache speichern, trinken und so. Will jetzt gar nicht unnötig meine Zeit verschwenden da hinten. Die regen mich sowieso übel auf. Seit diesem einen Kampf da, ihr erinnert euch vielleicht an die eine Episode, wo ich übelst ausgerastet bin, habe ich gar keine Lust mehr, ehrlich gesagt, so viel zu fighten. Guck mal, hier auch, wisst ihr? Lieber mache ich den hier, zack. Dann springe ich hier rüber. So. Mir 100-mal lieber. Ist meine Zeit damit irgendwelchen Vollidioten zu verschwenden. Wohin muss ich denn jetzt springen? Hä? Okay, das ist, schwierig. Kann ich mich hier... Ich weiß nicht, ob das geht. Ich probiere es einfach. Aha, ich wollte schon sagen. Das habe ich nicht so gerade erkannt, um ehrlich zu sein, was ich machen muss. Und jetzt? Was hat das denn jetzt gebracht? Hä, ich sehe gar nichts. Wartet mal. Oh, das war voll daneben. Wartet mal, also irgendwas muss das ja auslösen. Hä? Hä? Nochmal? So, jetzt? Ich sehe nichts. Hä? Hä? Was muss ich machen? Ah! Jetzt habe ich's. Natürlich, wenn man was sieht, aber irgendwie scheint diese in dem Spiel nicht mehr so zu funktionieren, anscheinend. So, Sekunde. Hier schnell rüberspringen. Oh, fuck. Das war nicht so gut. So, nochmal. Yo, ey, das ist krass. Also mittlerweile... Hier auch, zack. Was war denn das jetzt? Ey, was war denn das jetzt mal, ehrlich? Was war denn das für ein dummer Sprung? Hä? Junge, wie kann man... Was ist das denn? Man kann da gar nicht rüberspringen.
Hä, was ist das? Digga. Da kann man gar nicht rüberspringen. Ich bin doch auf den Schalter gesprungen. Ist also wirklich. Ja, ist okay. Könnt jemand anderes nerven, aber nicht mich. Ihr könnt jemand anderes nerven, aber nicht mich. Ist richtig komisch. So, hier rüber schnell. So, hier war das. Es ist doch ganz logisch, dass wenn ich hier einmal rüberspringe. Zack. Ist doch logisch. So, einmal rüber. Dann einmal hier. Dann einmal hier. Dann einmal rüber. Zack. Ganz einfach. Easy. Junge, ganz ehrlich. Ey, ohne Scheiß, die nerven mich gerade übertrieben. Ohne Scheiß, die flachsen. Die wollen mich flachsen, ohne Witz jetzt. Guck mal, wie viel Schaden die machen. Ich kann gar nicht aufstehen. Ich krieg ja nicht mal Sand von denen, Alter. Das ist sowas von undankbar. Egal, ich gehe hier lang mal. Ich weiß nicht, ob das was bringt. Warte mal kurz. Kann ich hier hinten was machen? Ich will mal wissen, wohin der Weg führt. Es muss doch irgendein Geheimweg sein, oder? Hä? Ist kein Geheimweg. Könnt ihr knicken. Das ist kein Geheimweg. Ich gehe da nicht lang. Oder doch. Hier kann ich gar nicht lang. Schade. Ich muss dann doch den Weg nehmen. Sorry, Leute. Shit, aber auch, ehrlich. So, dann muss ich hier rüber. Hey, das ist übel, ne? Ehrlich. Crazy, 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 liebe Freunde. Crazy, crazy, crazy. Ey, Leute. Seht ihr das da unten? Das ist die Maske da hinten. Wer die auch angehabt hat in der Gegenwart vorhin. Nicht vorhin, aber in der Episode zumindest. Wetten, hier kommen Hunde runter. Boah, wir haben den gleich. Wetten. Das ist die Maske, Leute. Erzählt, was ihr wollt. Junge, ist das geil. Und das erfahren wir in der nächsten Folge von Let's Play. Prince of Persia, War Arisen. Vielen, vielen Dank, dass du da draußen wieder hier eingeschaltet hast. Mein Name ist Melek und let's go. Bis zur nächsten Folge. Ach so, Abo und so nicht vergessen, ne? Ganz wichtig, ganz klar, ist ja logisch. Ciao, ciao.